Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schminken wir zusammen ein Fullface, fast, mit Laura Mercier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr bekommt viele dieser Produkte bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt rausholen könnt. Und Lidschattenpalette habe ich nicht, Lidschattenbase habe ich nicht, Bronzer habe ich nicht, Augenbrauengel habe ich nicht, ansonsten Eyeliner habe ich auch nicht, ansonsten habe ich alles hier von Laura Mercier. Ich habe auch alles in der Infobox verlinkt und ich starte einfach mal hier mit dem Laura Mercier Pure Canvas Primer. Das ist der Illuminating und es gibt viele verschiedene und ich mag ja am liebsten, wenn meine Haut etwas Strahlkraft bekommt. Die Produkte sind gar nicht mal so günstig, das werdet ihr ja auch eingeblendet sehen. Man bekommt aber einige dieser Produkte auch in einem kleineren Format, was ich immer sehr charmant finde, ne? Und dementsprechend kann man da einfach mal gucken und ich bin ja auch hier, um für euch das Versuchskaninchen zu spielen. Also lässt sich schön verteilen, ist wirklich auch wie so eine Creme. Erinnert mich auch ein bisschen an diesen Tensational von Catrice. Ja, Glow habe ich mit am Start, aber es ist jetzt nicht glitzy-flitzy, ne? Und der hat eine minimale Deckkraft auch mit dabei. Also er gibt ein bisschen Farbe ab durch den Glow. Ich mag den. Also das ist jetzt erstmal so in der ersten Impression, in der First Impression. Ein schöner Primer, der zieht zieht relativ gut jetzt auch ein. Ich habe jetzt auch zwei Foundations. Die Seite braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Deckkraft als diese hier. Das heißt, ich werde auf dieser Seite die Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation verwenden. Die habe ich euch dieses Jahr auch in so einem Foundation-Test gezeigt. 1N2 Vanille. Ich glaube, die könnte ein bisschen gelb sein, aber wir gucken mal. Oder war die recht gut von der Deckkraft her? Vielleicht ein bisschen gelb. Wir gucken mal. Stimmt, die war ja wirklich super, super, super flüssig. Also die hast du ja, die war eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch sehr leicht, ne? Also eine gute Sommerfoundation, was jetzt hier für meine Mr. Fred Ausflugsfamilie und Freunde nicht so leicht jetzt ist. Aber ich würde sie jetzt auch ein bisschen aufbauen. Ich gebe ja normalerweise eine Pumpgeschichte pro Seite auf. Ich mache jetzt hier nochmal einen zweiten hinterher, aber da kommt ja auch, wie ihr seht, gar nicht so super viel aus der Geschichte raus, aber die Farbe sieht nicht verkehrt aus. Ist auch keine cremige Foundation, sondern eher so eine ölige. Ja, die sitzt ganz gut auf der Haut, auch ganz gut auf dem Primer. Müsste ich jetzt nicht zwingend mit einem Schwämmchen einarbeiten, aber ich blende hier den Hals ein bisschen runter, weil bei mir ist es ja immer so, dass mein Hals auch eine grundsätzlich andere, ich meine, man sieht es hier auf der ungeschminkten Seite, ne? Mein Hals ist immer heller als mein Gesicht. Also für den Sommer ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Die Fred-Geschichte muss gleich auf jeden Fall, wie oft will sie das noch erwähnen, dass sie Pickel hat? Werde ich gleich mit Concealer abdecken. Für die andere Seite habe ich etwas leichteres eigentlich, jedenfalls sagt der Name das, Tinted Moisturizer, Light Revealer, Natural Skin Illuminator. Das heißt, ich gebe jetzt Glow auf Glow und habe die 1C0 Cameo als Farbe. Und das ist wie halt, ja, Tinted Moisturizer, ne? Also du hast es natürlich von der Konsistenz her etwas dicker. Ich nehme auch den gleichen Pinsel und verteile dann den Tinted Moisturizer. Der ist auf jeden Fall feuchtigkeitsspendender und mit noch einer leichteren Deckkraft als schon diese Geschichte hier. Wenn ich das richtig bei Lookfantastic auf der Homepage gesehen habe, von der Produktauswahl und auch von dem her, was bei mir auf dem Tisch steht, ist Laura Mercier jetzt nicht so darauf aus, ein knalliges, buntes, krasses Make-up zu machen, sondern ich glaube, es soll halt wirklich alles Richtung Alltags-Make-up gehen. Und ich glaube, mit den beiden Base-Produkten kriegt man das hin. Hier sehen wir krassen Glow. Natürlich haben wir hier auch irgendwie ein anderes Licht. Dementsprechend ist alles hier auch immer glowiger. Aber selbst wenn ich meinen Kopf so drehe, sehen wir hier nur den Glow von dem Primer. Aber das Produkt an sich ist halt wie eine zweite Haut einfach, ne? Welches man schöner findet, kann man für sich selber entscheiden. Ich würde beide empfehlen für den Alltag. Jetzt aktuell für mich ist eher das hier angesagt, weil ich halt eine etwas unruhigere Haut habe. Und dieses, für, also den Tinted Moisturizer für, wenn ich wirklich eine einwandfreie Hautbarriere habe, wo jetzt nicht irgendwie gerade die Hormone am Spinnen sind. Um das Ganze aber besser abdecken zu können, habe ich hier in der Farbe 1C den Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Das ist eine sehr rosafarbene Farbe, eine sehr rosane Farbe mit einem klassischen Applikator. Riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Und den trage ich hier schon mal unter den Augen auf. Und gebe ihn dann auch einfach mal grob über alles drüber, was ich sonst noch so abgedeckt haben möchte, was die Foundation einfach nicht geschafft hat.
und packe mir damit irgendwie nochmal das ganze Gesicht voller Concealer. Also da, wo ich jetzt mehr Deckkraft haben möchte, tape ich das einfach erstmal mit den Fingern so ein, weil dadurch wird die Deckkraft immer ein bisschen erhöht. Und dann gehe ich mit einem angefeuchteten Schwämmchen drüber. So wird das Ganze auch ein bisschen mehr mit der Base verbunden. Jetzt arbeite ich mir das auch unter den Augen ein. Und da, wo ich meine, dass gegebenenfalls noch nachgearbeitet werden müsste, gebe ich mir jetzt einfach noch ein ganz kleines bisschen mehr drauf. Aber nicht übertreiben, weil wir wollen natürlich die Unreinheiten nur abdecken und sie nicht highlighten. Das wäre ja ein bisschen blöd, ne? Jo, also den Concealer würde ich mit einer Medium-Deckkraft bezeichnen, aber ich finde ihn sehr schön. Er sieht harmonisch aus, weil er nicht zu krass auffällig ist. Ich finde, die Farbe passt mir persönlich halt auch sehr, sehr gut, weil ich so einen kühlen, neutralen Hautunterton habe und deswegen gefällt mir einfach, was ich sehe, ne? Also definitiv eine schöne Geschichte und ja, einen Bronzer habe ich wie gesagt nicht, deswegen verwende ich einen flüssigen Bronzer aus meinem Project Pen. Das ist dieser hier, The Nee Liquid Bronze. Ich kann euch im E-Mail verlinken, mein Project Pen, was ich so mache. Das läuft auf meinem Zweitkanal, Claudis bunte Welt, da lehren wir quasi Kosmetik mit System. Als nächstes verwende ich einen Blush. Da habe ich diese Schätzelein Tinted Moisturizer Blush in der Farbe Mistral. Da gibt es ja auch verschiedene. Und der hat auch einen Glow mit drin. Mal gucken, wie das dann auf der Haut so wird. Ich gebe mir jetzt erstmal ein bisschen was hier auf meine Hand. Und ja, da sehen wir auf jeden Fall, dass wir doch schon eine sehr schöne Farbe haben. Aber ich bin einfach mal der Überzeugung, dass dieses Produkt auf der Haut sehr wahrscheinlich etwas dezenter rüberkommen wird, als jetzt auf dem Handrücken. Ich nehme meinen Foundation-Pinsel und arbeite das in meinen Pinsel halt entsprechend ein, dass es dann auch komplett so drauf ist und nicht nur irgendwie punktuell, ne? Und ja, da sehe ich auch schon, dass wir hier eine recht entspannte Kiste haben werden und gebe mir das dann hier auf meine zu blaschende Partie. Das ist hier nicht mehr so klassisch auf Wange, sondern ne, wie man halt gerne so seinen Blush haben möchte. Also im Prinzip gebe ich das ja so an der Schläfe auf meinem hier, wie heißt dieser Knochen hier, auf meinem Wangenknochen, blende das dann über meine Nase und habe dann so einen ganz, ganz leichten Blush-Effekt halt tatsächlich. Also könnte intensiver sein. Wir gucken mal, ob wir das auf der anderen Seite etwas intensiver vielleicht hinbekommen. Und dann auch also hier wieder aufbauen können. Weil wir geben ja auch gleich Puder drüber. Dann wird das Ganze sehr wahrscheinlich ja auch nochmal abgeschwächter werden. Ne? Und Puder hat Laura Mercier allerhand. Also ich habe hier allein 4 vor mir stehen. Guck mal, da kriegen wir doch mal so einen richtigen Sunburst-Look. Das mag ich doch gerne leiden. Das ist schön. Ne? Das sieht jetzt sehr bekloppt aus, weil ich noch nicht gepudert habe. Das ist klar. Aber man kann den aufbauen offensichtlich. Das ist schon mal schön. Beziehungsweise man kann ihn intensiver auftragen. So, das sieht verrückt aus, ne? Ich lieb's. Hat auch einen Glow mit dabei, aber jetzt nicht so diesen klassischen Glitzer oder so. Das sieht echt aus, als hätte ich, weiß Gott, wie krasse Wangen, ne? Mhm. Okay, ja, das ist Overblushing. Dann habe ich hier den Liquid Highlighter in der Farbe Champagne Pink. Das ist dieser hier. Und ja, jeder und seine Mutter sind ja mit diesem Ding quasi rausgekommen. Und den hatte ich auch schon mal mit euch zusammen getestet. Ich weiß nicht, ob ich den nur geswatcht hatte. Nee, ich meine, dass ich den auch sogar in einem Neuheiten-Video auch mal aufgetragen habe. Ja, es ist wirklich viel. Also, Claudi, ne? Da ist er jetzt ein bisschen eskaliert. Nehme ich mein Schwämmchen und verteile den auch ein bisschen. Sehr, 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 sehr schön. Auch auf der Nasenspitze und auf dem Nasenrücken und überall und sowieso. Weil ich hatte ja mal so ein super glowy Puder von Laura Mercier. Das habe ich aber weitergegeben, weil das war für mich als Puder zu krass und als Highlighter zu wenig oder zu unkontrollierbar. Und so finde ich den Highlighter sehr gelungen. Ne? Ich ja, brauche jetzt definitiv erstmal eine Lidschattenbasis. Dann nehme ich auch meine aus dem Project Pen von Essence. Also Essence, falls ihr irgendwann mal meine Videos gucken solltet, was ja schön wäre, dann hört mich an. Bringt das in das Standardsortiment. Ich habe schon von so vielen gehört, dass die von vor 2022 den Adventskalender Lidschattenprimer gerne im Standardsortiment sehen würden. Jo, Puder, Leute. Also, wir haben hier einmal das Klassische. Dann haben wir hier das Rose Puder. Wir haben was für unter die Augen und was übers komplette Gesicht. Wahnsinn. Also, ich habe 2 Gesichtshälften, also kann ich auf jeden Fall 4 Puder verwenden. Dann machen wir das so. Genau, dann mache ich auf der Gesichtshälfte die pudrigen Text, also die losen Sachen und hier die gepressten Sachen. Ne? Das heißt, hier werde ich jetzt das
wie heißt du eigentlich, Translucent Loose Setting Powder in der Farbe Rose unter meinen Augen auftragen. Das ist ein Oschi, ne? 29 Gramm in diesem Bottich. Also da hast du auf jeden Fall was für dein Geld. Und das ist rosa, aber halt nicht so intensiv rosa. Wir haben es jetzt ja auch schon bei manchen gesehen, zum Beispiel Ofra, wo die es einfach übertrieben haben. Hier haben wir einfach eigentlich eine ganz gute Farbanteilgeschichte. Das kann man jetzt mit einem Powderpuff einarbeiten oder man geht einfach mit dem angefeuchteten Schwämmchen rein und nimmt sich ein bisschen was drauf, ne? Das arbeite ich mir dann ganz gerne hier in meine Handinnenfläche ein und trage das dann unter meinem Auge auf und auch auf meinem Auge und im Prinzip auch überall dort, wo ich Angst habe, dass da vielleicht was irgendwie verrückt werden könnte, also auch so auf meine Unreinheiten, also Labialfalte und so weiter und so fort. Macht auf jeden Fall ein schönes Ergebnis, ne? Also das hat schön gesettet, fühlt sich auch toll an. Und übers komplette Gesicht gebe ich mir hier den Klassiker. Das ist das Loose Setting Powder in Translucent. Also das ist ja, glaube ich, seit Jahr und Tag irgendwie immer mal wieder auch total bekannt, ne? Dürfte sogar fast das gleiche Puder sein, nur halt in einer anderen Konsistenz. Und das kommt hier einmal komplett übers Gesicht. Und jetzt sehen wir auch, warum ich hier bei Blush und Bronzer und auch Highlighter ein bisschen übertrieben habe. Denn so scheint das Ganze halt wirklich noch wunderschön durch, ist vorhanden. Weil meistens nehmen die Puder noch so ein Stück weit was davon weg. Also hier sehen wir, wie boom das Ganze ist. Und hier sehen wir, dass das Ganze noch etwas dezenter dargestellt wird. Aber der Blush ist wirklich schön intensiv. Also das finde ich klasse. Habe ich so nicht erwartet. Deswegen war ich ein bisschen eskalativ unterwegs. Aber ist schön. Und ja, das Puder ist absolut so ein Staple-Produkt, ne? Mag ich auf jeden Fall gerne. Dann kommen wir zu einem Produkt, was die liebe Jenny vom Kanal Jenny's Highlights immer wieder gehypt hat. Und zwar das Secret Blurring Powder for Under Eyes. Das bekommt ihr auch bei Lookfantastic. Und ich war sehr gespannt drauf, habe es ja auch schon verwendet und ich finde es wirklich gut. Man darf sich nur nicht abschrecken lassen. Das ist halt wirklich sehr, sehr fest. Ich weiß nicht, ob ihr das auch von NARS zum Beispiel kennt. Das ist so ähnlich. Nur, dass das hier noch ein bisschen mehr in die Puderrichtung geht. Also super, super fest gepresst. Und das sieht so aus, fühlt sich auch extrem interessant auf den Fingern so an. Und das gebe ich mir jetzt unter meine Augen. Dafür verwende ich aber einfach einen Pinsel. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal so einen Highlighter-Pinsel, ne? Hier einmal so nochmal unter den Augen mit einem Schwämmchen entlang, dass ich jetzt nicht irgendwelche gecreasten Geschichten sette. Das wäre ein bisschen blöd. Und hier dann, wie gesagt, einfach mit einem Pinsel rein und dann unter die Augen und auch auf die Augen drauf und das blurrt extrem schön. Was man jetzt lieber haben möchte, ob man so ein Blurring Powder haben möchte oder einfach so ein Setting Powder, das muss man selber herausfinden, selber ausprobieren. Bei mir funktioniert eigentlich beides, ne? Also ja, das ist auch so ein bisschen Präferenzsache. Mag man gerne lose Sachen, mag man gerne gepresste Sachen. Ich bin da wirklich super flexibel unterwegs. Ich hab's am liebsten eigentlich, dass ich unter meinen Augen halt was Loses nehme und fürs komplette Gesicht dann halt das Gepresste. Aber zum Beispiel auch das von Pat McGrath mag ich sehr, sehr gerne und das ist ja auch ein gepresstes Puder. Ich glaube, mit einem Powderpuff hätte das jetzt auch super gut funktioniert, aber egal. Das haben wir jetzt so gemacht. Gefällt mir. Und es fühlt sich aber nicht super trocken an. Das ist wirklich, als hätte man nichts drauf und trotzdem hat man ja was erwirkt. Ne? Und jetzt habe ich noch ein gepresstes Puder. Das ist das Real Flawless Luminous Perfecting Pressed Powder. Auch ein Translucent. Und das schaut so aus. Auch das habe ich euch schon das ein oder andere Mal gezeigt. Hier nehme ich auch meinen großen Puderpinsel. Das sind übrigens die von Crash Cosmetics. Und da kriegst du nicht super viel auf den Pinsel drauf. Also das ist auch ein sehr, sehr fest gepresstes Puder. Also wenn ich jetzt auch mit dem Finger durchrühre, da kriege ich schon was auf meinen Finger drauf. Aber ich muss derbe rühren, um was drauf zu kriegen. Das ist echt Wahnsinn. Also das ist verrückt. Also die Texturen von Laura Mercier finde ich sehr, sehr interessant, weil sie schon anders sind als das, was man so normalerweise auf dem Make-up-Markt findet, ne? Und da sie auch im Standardsortiment nicht irgendwie so ein Puder-Blush oder Puder-Bronzer oder Puder, was auch immer drin haben, haben die das schon ganz schlau gemacht, weil so ist alles aufeinander abgestimmt. Und hier habe ich echt so eine krass glowy Seite und hier die eher mattierte Seite. Das ist super witzig. Aber hier sieht man auch richtig intensiv noch den Highlighter durchkommen. Das ist ja immens, oder? Also ich finde es sehr bemerkenswert und mag es einfach auch super gerne leiden. Schön. Also beide Seiten gefallen mir sehr gut. Mit beiden Seiten fühle ich mich wohl. Die Haut fühlt sich auch darunter echt gut an. Und dann schaue ich jetzt auch mal aus der Nähe, wie das so aussieht. Sitzt beides anstandslos. Da kann ich mich auf beiden Seiten 0,0 beschweren. Also da wüsste ich wirklich nicht, was ich da jetzt irgendwie dran auszusetzen hätte. Außer, dass ich hier mit meiner
Base etwas tief gerutscht bin, also das hängt ein bisschen. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen was drüber geben, weil das sieht jetzt echt hier an der Seite, weil halt der Highlighter hier drüber quasi den Blush abgeschwächt hat. Ne? Sieht das hier so ein bisschen aus, als würden meine Augen so hängen. Ihr seht das wahrscheinlich auch. Ne? Deswegen wirkt dieser Part hier auch sehr voluminös. Nicht, weil ich meine Base an und für sich nicht mag, sondern weil ich einfach hier falsch appliziert habe, werde ich mir nochmal ein Puderblush drüber geben. Dann nehme ich jetzt hier einfach den Lola von Nabla. Ne? Ziehe mir das Gesicht mal wieder ein bisschen nach oben hier. Das ist schon ein bisschen besser. Es ist immer noch nicht optimal. Es sieht immer noch hier, also wenn ich mich im Display angucke, sieht das aus, als hätte ich hier irgendwie einen Mückenstich. Aber egal. Das ist schon krass. So, als Augenbrauenprodukt habe ich hier diesen Stift. Das ist in der Farbe Blond einfach der Eyebrow Pencil. Das ist dieser hier, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Habe ich relativ fresh erst bekommen. Und das sieht farblich doch mal schön passend aus. Geilomat. Okay, ich bin jetzt ein bisschen eskaliert, weil ich so auf diese Farbe abfahre. Finde ich voll schön. Also mir gefällt einfach dieser Ton, weil der so gut zu meinen Augenbrauen passt. Da habe ich mich jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr getraut. Ne? Ist immer noch nicht perfekt. Meine Augenbrauen sind nie perfekt, aber schön. Ich mag's. Fixieren werde ich das Ganze mit Too Faced Fluff and Hold. Und jetzt verwende ich eine Lidschattenpalette. Da seht ihr aber ein separates Video bei Claudies Bunte Welt zu. Das ist die Anastasia Beverly Hills Fall Romance Palette. Die bekommt ihr auch tatsächlich bei Look Fantastic, wenn ihr möchtet. Es ist etwas dunkler geworden, als ich es eigentlich erwartet hätte. Aber gut, das gibt die Palette halt einfach her. Man kann damit sehr schön was basteln. Schaut gerne in dem Video vorbei. Und jetzt kommt ein Eyeliner. Da habe ich den von Huda Beauty Life Quick and Easy Liner. Lifeliner Quick and Easy, genau. Das nächste Produkt von Laura Mercier ist hier von Laura Mercier, das Translucent Pure Setting Spray 16 Hours Invisible Hydrating Setting Spray. Das ist alkoholfrei und enthält 30 ml, gibt es halt in kleinen Größen, in großen Größen. Und hier schaue ich jetzt erstmal nach dem Sprühstoß. Ich will nicht nach da vorne sprühen, weil da ist gerade Sammy. Okay. Könnte ein bisschen doll sein. Mhm. Das ist partiell wirklich sehr spuckend. Uff, kriegst du schon sehr viel aufs Gesicht, ne? Aber es ist okay, da gehe ich jetzt nochmal mit dem Schwämmchen drüber. Macht erstmal einen guten Eindruck, finde ich. Abgesehen von dem Sprüher, der hat mich jetzt ein bisschen erschlagen. Die Wimpern werden gebogen. Denn ich habe woher auch immer eine kleine Mascara von Laura Mercier. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch so gibt, aber ich hatte sie mal irgendwo, ich meine, in einem Adventskalender oder als Probe irgendwo mit dabei. Richtig cool und die kann ich natürlich hier auch integrieren. Die Optik ist jetzt nicht so wunderschön. Ne? Das ist einfach hier so eine kleine Geschichte von der Caviar Volume Mascara und die möchte jetzt auf die Wimpern aufgetragen werden. Die hat ein intensives Bürstchen. Also das ist so ein Faserbürstchen, was irgendwie ganz wild verdreht ist, also aufregend. Und ja, schauen wir mal, was die so kann. Ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Leute, die Mascara ist richtig gut. Die gefällt mir. Das ist schön. Ne? Die macht einen schönen Wimpernaufschlag. Macht Schwung. Macht Länge. Macht Volumen. Also die ist tatsächlich grundsolide. Da bin ich gerade sehr, sehr happy drüber. Also das gefällt mir, was ich jetzt hier so sehe. Ne? Also. Sag doch mal was. Ich fand die wirklich toll. Und es fühlt sich alles wundervoll an, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben ja noch die Lippen. Und auch da bin ich mir sicher, dass ich das irgendwo in einem Adventskalender, einer Box oder so drin hatte. Auch so ein kleines Produktchen. Und zwar habe ich in der Farbe A la Rose den Rouge Essential Silky Creme Lipstick. Bin ich sehr gespannt, wie das jetzt auf meinen Lippen performen wird. Ich meine, dass er sogar noch neu ist. Yo, ein wunderschöner Ton. Passt jetzt auch wirklich zum Augenlook. Oha, der schreit aber wirklich, ich bin ein Mädchen. Also, ja, eine Farbe, die man mögen kann, nicht mögen muss. Aber jetzt hier von der Konsistenz her fühlt er sich wundervoll an. Ich finde den sehr, sehr wie so eine Lippenpflege auf den Lippen. Sehr, sehr gut. Also der trocknet nicht irgendwie so matt weg oder so. Ist dann dementsprechend natürlich auch nicht kussecht. Aber ich finde, dass er jetzt sehr, sehr gut passt. Ja, hier bin ich wirklich mit dem Blush selber ein bisschen zu tief gekommen. Das ist mein Verschulden. Da habe ich ein bisschen gepatzt. Ansonsten gefällt mir richtig, richtig gut, was ich im Gesicht habe. Also die Produkte, ne, die gefallen mir.
man braucht nicht alles davon zwingend. Nein, aber wenn man Lust hat, vielleicht das ein oder andere auszuprobieren, ist dieses Video vielleicht so eine kleine Info an euch, dass die Produkte ganz gut sind. Also man kann sie gut verwenden, sie fühlen sich schön an, sie lassen sich toll verarbeiten. Ich würde mir wünschen, dass Laura Mercier vielleicht auch noch ein paar andere Produkte rausbringt. Vielleicht wirklich mal so Lidschattenpalettenmäßig, wobei da wird es dann wahrscheinlich eher so in die langweilige, natürliche und zurückhaltende Richtung gehen, was dann nicht so ganz mein Vibe ist und ich dann dementsprechend sowieso eher mit so anderen Paletten kombinieren würde. Aber mir gefällt es einfach, wie meine Base aussieht. Hier ist es extrem glowy, weil dieses Produkt ist ja auch illuminating, das darf man nicht vergessen, ne? Ansonsten ist das schon eine schöne Sache. Also solltet ihr die Produkte irgendwie zu Hause haben, verwendet sie auf jeden Fall. Probiert sie einfach mal aus und lasst sie nicht im Schrank versauern. Und falls ich euch irgendwie inspiriert haben sollte, das ein oder andere Produkt euch genauer anzuschauen, gerne in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch die Links reingesetzt. Und mit Claudi Welt könnt ihr auch noch on top ein bisschen was sparen, was ich sehr nice finde. Ihr Lieben, was sagt ihr so zum Look? Was sagt ihr zu Laura Mercier? Gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.